Ja, hallo. Entschuldigung, gerade schon vorneweg, falls es Straßenlärm gibt, da ein bisschen die Tonqualität vielleicht stört, wer weiß. Okay, in diesem Video möchte ich anknüpfen an das vorhergehende, nämlich da sprach ich über das Thema Geist, Seele, Körper. Was kommt zuerst, in welcher Reihenfolge? Ich danke für die Zuschriften, auch für die, ja, für die Einträge in meinem YouTube-Kanal. Hat mich gefreut, ja, super, weil ich habe ja in dem Sinne animiert, dich zu äußern. Ja, was meinst du selber dazu? Eben, was kommt zuerst oder wie würdest du das sehen? Eigentlich in diesem Video ganz ähnlich. Also da können die Geister wirklich auseinandergehen. Also da gibt es wirklich viele Ansätze und viele Erklärmöglichkeiten und viele können auch richtig sein, stimmig sein und wie immer, das weißt du ja inzwischen, wie immer möchte ich keine alleingültige Wahrheit da erzählen oder nicht behaupten, dass es das, was ich da von mir gebe, wirklich das einzige alleingültige ist oder ob das überhaupt so wahr ist. Aber auch hier, ich möchte einfach mal einen Ansatz bringen und zwar bei der Frage, ja, was ist denn die Seele? Oder? Ja, was ist die Seele? Ich selbst, ich stelle mir das folgendermaßen vor. Ich bin sozusagen als Teilseele, auf dieser Erde unterwegs. Also stelle dir von mir aus, so, also symbolisch gesehen, so ein Kuchen, runder Kuchen vor. Und ich bin jetzt ein Kuchenstück daraus. Also mein Kuchenstück ist jetzt sozusagen abgetrennt vom Ganzen. Natürlich schon irgendwie verbunden, aber in dem Sinne, ich bin jetzt als Kuchenstück da unterwegs auf dieser Erde. Da gibt es so eine Art Muttertopf oder Seelentopf oder eine übergeordnete Seele oder einfach eine Seeleneinheit, wie du das auch immer nennen möchtest. Also ich bin einfach ein Teil von einer größeren Seele und solche Seelen gibt es viele. Auf unterschiedlichsten Stufen, eben auch Bewusstseinsstufen, denke ich. Also du, ich, wir alle, wir gehören verschiedenen Seelentöpfen, Seeleneinheiten an, einfach unterschiedlich entwickelt. Ja, da würde ich durchaus Unterschiede sehen. Und eben ich jetzt zum Beispiel bin als Teilseele da jetzt unterwegs und von diesem dort, wo ich abstamme, also von der Seele, also von diesem Topf oder von dieser Einheit oder höheren Ebene oder Seelenebene oder was auch immer, dort gibt es auch jetzt andere, die ebenfalls irgendwo ihre Erfahrungen machen, zum Beispiel auf der Erde, aber zum Beispiel auch auf anderen Planeten, anderen Lebensformen. Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass wenn ich als Teil dieser Seele, also da als sozusagen als Teilseele da unterwegs bin, da auf dieser Erde sind wahrscheinlich andere von diesem, vom gleichen Topf, also von der gleichen Seele irgendwo anders unterwegs oder vielleicht auch hier irgendwo, gell? Und ich schließe nicht aus, das kannst du im Raum stehen lassen, ich weiß es ja auch nicht, ich kann es auch nicht beweisen. Vielleicht gibt es auch Tierformen, Pflanzenformen, die da daraus entspringen oder sonstiges. Also da würde ich jetzt mich nicht, eben, da möchte ich mich nicht festlegen. Also da können alle möglichen Aspekte, Seelen, Wesen da von dieser Seele entstammen und ihre Erfahrungen machen. Ja, und wenn ich diese Erfahrung hier gemacht habe, auf dieser Erde, jetzt in diesem Leben, ja, dann bringe ich meine Teilseele bringe ich wieder in die ganze Seele zurück, sozusagen. Und das nährt dann, das hat dann eben auch Konsequenzen entsprechend für die ganze Seele. Also da nähere ich oder da beeinflusse ich die ganze Seele. Also das gibt dann wie
wie neue, wie soll ich sagen, das ist einfach auch neue Erfahrungswerte und dann zeigt sich, wo es in Zukunft dann weitergeht oder wo ich wieder hingehe oder Erfahrungen mache, wo auch immer, was auch immer. Aber so sehe ich ungefähr die Seele. Also, eben, man kann natürlich dann noch weitergehen und Seele auf das Praktische sozusagen übertragen und sagen, ja, das hat dann vor allem mit der Psyche zu tun und so weiter. Und mir ging es mal so jetzt einfach übersichtlich gesehen darum, einfach zu zeigen, ja, wie das sein könnte. Jetzt machen wir doch das so wie letztes Mal oder wie beim Beitrag Geist, Seele, Körper. Falls du magst, du kannst dich gerne äußern, wie du das siehst. Ob du dich als Teilseele siehst oder ganze Seele, ob du nur alleine als Seele unterwegs bist oder wie auch immer, einfach was du das Gefühl hast, wie das aussehen könnte da. Ja, weil eben, wie gesagt, ich kann es ja nicht, also ich bin jetzt nicht so, ich würde das jetzt nicht so, dass ich jetzt alles weiß und da wirklich den Durchblick habe, aber das ist einfach eine Idee, ein Gefühl, das ich habe. Genau. Also, vielen Dank für dein Mitmachen, falls du magst. Und sowieso, ich wünsche dir eine möglichst stimmige seelische Entwicklung.